Hey, Jons hier von newgadgets.de und ich bin auf der Computex 2019 in Taipei und schaue mir hier am Stand von Asus das neue Asus ZenBook Pro Duo an. Warum heißt es Duo? Ganz einfach, wir haben nämlich zwei Screens. Einmal den normalen Notebook-Screen und hier unten drunter einen zweiten Screen. Was können wir damit machen? Wir können hier beispielsweise das Fenster hier runterziehen und haben dann ein zweites Fenster hier unten in diesem Screen. Also das ist wirklich ideal, wenn man eben Multitasking macht und verschiedene Fenster offen hat. Und was das Notebook sonst noch so kann, das werden wir uns in diesem Video ein bisschen genauer anschauen. Letztes Jahr stellte Asus auf der Computex das Screenpad für seine Notebooks vor. Das war dann ein Touchscreen, das statt dem Touchpad verbaut wurde. Jetzt wurde für das neue ZenBook Duo und das neue ZenBook Pro Duo das Screenpad Plus entwickelt. Und zwar ist das, wie ihr sehen konntet, schon ein großes Touchscreen, das hier über der Tastatur verbaut wurde. In diesem Video geht es um das ZenBook Pro Duo, die leistungsstarke Variante der beiden neuen Notebooks. Es wurde auch ein ZenBook Duo vorgestellt, das werde ich jetzt irgendwo hier einblenden. Davon habe ich nämlich auch ein Video, da klickt ihr drauf und gelangt dorthin. Das ZenBook Pro Duo hat ein 15 Zoll Display mit einer 4K-Auflösung. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier schöne dünne Displayrahmen und hier oben ist auch noch Platz für eine Webcam gewesen. Anders als beim ZenBook Duo, das ja kein Touchscreen hier beim Hauptdisplay hat, hat das Pro Duo hier die Touch-Möglichkeit. Wir können also beide Displays, die hier verbaut sind, mit dem Finger bedienen. Das hier verarbeitete ScreenPad Plus misst ganze 14 Zoll und besitzt ebenfalls eine 4K-Auflösung. Wir können das beispielsweise nutzen, um Programmfenster herunterzuziehen, um so einfach mehr Platz bei dem Notebook für das produktive Arbeiten zu haben. Natürlich können wir hier unten auch noch ein YouTube-Video starten, um uns einfach ein bisschen berieseln zu lassen, während wir hier oben surfen. Als Prozessor kommt ein Intel Core der neuesten Generation zum Einsatz. Dazu dann noch eine Nvidia GeForce RTX 2060. Wir haben also mit dem Notebook hier genügend Leistung, um ja fast so ziemlich jedes Game zu zocken, was auf dem Markt ist. Unter dem ScreenPad befindet sich die Chiclet-Style-Tastatur. Diese ist beleuchtet und nebendran befindet sich das Touchpad. Das ist natürlich in einer ungewöhnlichen Form, nämlich hochkant, aber ich konnte damit immer noch wunderbar arbeiten. Es hat integrierte Maustasten. Und was auch schön ist, bei Bedarf kann auch ein Numpad angezeigt werden, von Asus Numberpad 2.0 genannt. Und jetzt schauen wir uns mal die Anschlüsse an. Da haben wir auf der linken Seite erstmal einen Anschluss für das Netzteil, einen großen HDMI-Port und einen USB-A-Port. Und auf der rechten Seite die Status-LEDs, den USB-C Thunderbolt 3-Port, 3,5 mm Audio-Port und noch ein weiterer USB-A-Port. Die Verarbeitung ist wie von Asus gewohnt sehr hochwertig und es fühlt sich einfach top an. Das Schöne ist ja, wenn wir das Notebook aufklappen, dann wird der untere Teil ein bisschen angehoben. Dadurch bekommt man nicht nur eine bessere Kühlung, sondern auch eine angenehmere Position zum Schreiben und auch zum Betrachten des ScreenPad Plus. Und das war mein Hands-on mit dem neuen Asus ZenBook Pro Duo. Falls ihr irgendwelche Fragen zu diesem Notebook habt, dann haut sie einfach unten in die Kommentare und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Und wenn ihr Interesse an dem Notebook habt, findet ihr unten in der Videobeschreibung auch einen Link mit der aktuellen Verfügbarkeit und dem Preis. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben hinterlasst und meinen Kanal abonniert und die Glocke anklickt, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!